Hallo und herzlich willkommen zurück zum Car for Sale Simulator. Jo, hier sind wir wieder mitten in der Nacht. Wieso ist es dunkel? Wieso muss ich den Platz aufräumen? Ich fasse es einfach nicht. Wer beschmutzt hier meine Fläche? Wow. Der Tesla hat extrem helle Sitze. Hier, der ist dreckig hier. Das machen wir am Morgen. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Erstmal müssen wir die ganzen Autos hier verkaufen. Dann müssen wir uns langsam einen Privatwagen zulegen, würde ich sagen. Ne? Langsam ein Privatkarosserie. Und da wir ein angesehener Autohändler sind, der nicht weniger wie 2.708.701 Pfund auf Tash hat, würde ich sagen, wir holen uns natürlich was etwas Schickeres. Ne? Wir können ja nicht mit einer Nuckelpinne durch die Gegend jurken, wenn wir da oben so eine Zahl auf dem Konto haben. Da, ja gut, das geht natürlich nicht. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Die müssen sich unbedingt was einfallen lassen mit diesem Weg. Hey! Was ist denn hier los? Ah, jetzt kriegen sie wohl doch langsam Lizenzprobleme, ne? Haha, das habe ich mir gedacht, Freunde der Sonne. Das habe ich mir gedacht. Nee, bestimmt am Tag. Das ist bestimmt wieder irgend so ein Fehler. Also jetzt am Tag glänzt die Dinger wieder. Das habe ich da gewusst. Die Auktion ist heute eröffnet. Büro ist schmutzig, ne? Toll, dass ich es gerade eben sauber gemacht habe. Gab es hier wieder Unfälle? Na, logisch gab es hier wieder Unfälle. Leichte Lackschäden, wa? Leichte Lackschäden. Du hast gedacht, mit deinen Felgen holst du die Scheiße da wieder raus, ne? Ja, tu doch nicht so, als wäre ich nicht da. Was willst du denn haben für das Ding? 5400, mach's gut, Bruder. Ihr kotzt mich so dermaßen an mit eurem Fahrstil. Ja, da gleich der nächste Unfall. Also, liebe Entwickler, falls ihr das seht, was ist das denn? So fährt niemand. Guck mal, jetzt hat er sich hingekriegt. Er hat leider verkackt. Was ist denn jetzt los? Er hat leider verkackt, weil er ist auf direkten Wege in die Hölle. Da kann man nichts machen. Keine Chance. Ah, hier. BMW-Fahrer rängelt wieder. Nein. Nein. So, Autos. Brauchen wir, glaube ich, erstmal keine kaufen, ne? Weil wir richtig gut was zu Hause stehen haben. Verdammte Scheiße. Ihr und euren Drecksmüll hier. Gut. Wir machen erstmal sauber. Ja, also die Leute haben halt geschrieben. Ich habe mich in der letzten Folge, in der Special-Folge, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten mit den Fotos. Entschuldigung. Aber die Leute schreiben jetzt mittlerweile auch, dass es doch Sinn macht, mehr Fotos zu machen. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch gedacht, warum bauen die so ein Feature ein, wenn es überhaupt nicht notwendig ist, ne? So viele Fotos zu machen. Deswegen, es ist doch auch in echt so. Also, ich will natürlich so viel wie möglich von dem Auto sehen. Und was ist denn jetzt hier? Habe ich das Dach vergessen oder was? Ah, Tatsache. Tatsache, ich habe das Dach vergessen. Ja, deswegen, also wir sollten vielleicht mal anfangen, wirklich uns die Zeit zu nehmen. Ich versuche hier natürlich nicht so durchzurushen, aber, hey, jetzt hier alles sauber gemacht oder was? Stand da schon? Ah, jetzt. Tesla, baby, Tesla. Weil Auto waschen und so gehört natürlich dazu. Ne, wir wollen ja das Auto hier in tadellosen Zustand präsentieren. Ansonsten kauft die Scheiße ja auch keiner, ne? Also zumindest nicht zu den Preisen, die wir wollen. So, wir können das Ding öffnen. Ein bisschen Zeit haben wir noch zur Auktion. Oh, da kommen auch gleich die ersten in den Laden gestürmt.
Interesse für den Mercedes? Okay, dann reden wir gleich mit ihr. 125.000 Kraftstoff, der ist vollgetankt bis oben hin. 109. Wir machen 122,5. Was hältst du denn davon? Ist so ein ganz guter Preis, oder? Zeig doch. 122 ist ein super Preis gewesen. Du hast Interesse an dem Audi, habe ich gesehen. Also, da hätten wir folgendes Modell. Das ist, du hast Interesse an den Hyundai. Okay, dann bitte wende deinen Blick nicht auf den Audi. So scheinheilig, wenn du dich dann doch halt für den Hyundai interessiert, ne? Also ich hätte gern dafür 50.000, wie es schon in der Annonce stand. Wie sieht es denn damit aus? Ja, gut. Anstatt du mir gleich einfach den Preis gibst, du blödes Arschloch. Okay, man kann es ja mal versuchen. So, hier, sie haben Interesse an dem Audi. 30.000 Schnäppchen, sag ich. Schnäppchen. Pass auf, wir machen 35. Weil du bist. Du, ich bin hier keiner, der ihn über den Tisch zieht. Okay, dann machen wir doch wieder 30. Was halten Sie denn davon? Ganz legitimes Angebot. Volle Scheiße, was Sie mir da bieten. Finde ich ja nicht korrekt von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, gebe ich Ihnen Arschtritt von dem Hof hier. Gut, Sie machen weiter so. Sie können sich verpissen. Es gibt bestimmt Leute, die viel mehr Interesse an dem Wagen haben als Sie. Sie blödes Arschloch. So. Ah ja, du, ja, okay. Kannst du das auch? Ah, nee, kannst du nicht. Gut. 40.000, dann nimm mit. Aber nur, weil ich dein Gesicht hier nicht mehr sehen will. Ah, kannst du dir leider nicht leisten. Naja, was soll's. Was ist mit dem Fiat hier? 25.000, komm. Da brauchst du nicht runterhandeln. Du gibst mir die 25.000 und wir sind alle friedlich, ne? Weil wir Zwillingsbrüder sind. Was ist mit der Auktion? Die ist auch gleich soweit, ne? Was bietest du denn? 16. Du wirst, das ist ja sogar noch schlimmer. Du willst auch den Fiat? Sag mal, du standst doch gerade eben da drüben. Was bietest du denn? 20. Gut, da kommen wir der Sache schon näher. 24,5. Dann nimm ihn mit. Handschlag drauf. Zack. Du blödes Kleine. Ja, okay, dann machen wir 22,5. Handschlag drauf und nimm die Schüssel mit. Jawohl. Schön, dass wir darüber geredet haben. Du stehst immer noch hier. Hast du immer noch Interesse an dem verdammten Hyundai? 45.000. Was dir? 31. Komm. Mach. Tut mir leid, Leute. Ich muss zur Auktion. Das ist mir jetzt hier zu blöde. Also, 2,9 Millionen. Damit können wir bei der Auktion ordentlich was reißen. Wenn meiner nicht so langsam laufen würde. Mal ein bisschen absprinten hier, Junge. So. Da sitzen sie schon alle und warten. Dabei wissen sie ganz genau, dass ich die ganzen Autos hier kriege. Ich setze mir mal hier rüber. Ich sitze da überhaupt nicht. Wo sitze ich denn jetzt? Bin ich das hier? Bitte? Das müsste ich sein, wa? So, 15, 14. Gleich geht los, Leute. Gleich geht los. Kicken, vielleicht finden wir ja da unseren Privatwagen. Das wäre natürlich was, ne? Oh, was kommt denn da jetzt raus? Ja, da haben wir doch unseren Privatwagen. 99er Baujahr. Das ist doch wieder so ein Chevy. Chevrolet Bratz Brace. 5000 gelaufen, Automatik. Ja, aber nee. Hat einen leichten Schaden am Heck. Ansonsten leicht gestrichen, also leichte Lackprobleme, war. Da müsste man noch ein bisschen was machen. Aber wo? Oh, der hat hier ja nichts. Nur da hinten am Heck die 15% Beschädigung. Hört auf, für das Mistding zu bieten, den will keiner haben. Nimm deine verdammte Hand runter. Es reicht. Leute. Hört auf zu bieten. Oh, ey. Für 9.000 über den Tisch hier. BMW Z3. Ja. Baujahr 2001. 5.000 gelaufen und Automatik.
leicht beschädigt, ein paar Lackprobleme. Da müssten wir auf jeden Fall was machen. Sollen wir uns den holen? Ja, Kohle haben wir, ne? Bam, Taui mehr. Na, da haltet er die Fresse. 312, ist ja gut. Bleiben wir auf dem Boden, ne? Na, hast du das war? Nee, nee. Da bin nämlich ich noch. Gut, 20.000. Was ist das da? Ach du Scheiße. Fuck, Bragger. Können wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Einfach mal so. Baujahr 85, 5000. Schaltgetriebe. Zack. Reiter und das hier bin ich hier. Seht ihr? Das bin ich. Hey! Hier bin ich. Jetzt reicht's aber, komm. Danke, danke. Oh, nee, so ein Skoda, war. Aber 20, Baujahr 20, 5000 laufen, Schaltgetriebe. Nehmen wir auch mit. Guck mal, der ist nur schmutzig. Top, da brauchen wir nichts machen. Nein, der hört mir. Tatsache. Sehr schön. Zack, wieder ein Skillpoint hier. Was haben wir denn da? Gibt es hier auch noch irgendwas, was ein bisschen günstiger ist? Benzinpreis. Den nehmen wir, vor allem da wir uns ja jetzt anfangen, Privatwagen zu nehmen. So, der hier war leicht beschädigt. Der kommt in die Werkstatt. Was war mit dem? Ja, gar nichts hat der. Der kommt auf den Abschlepper. Der hier war auch nichts. Mein Gott, ey, was haben wir da für geile Scheiße geholt? Zack, 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 zack. Yeah, yeah. Tak, 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 tak. Wollen wir da noch ein bisschen was einbauen bei der. Okay, wir können ja jetzt erstmal verkaufen, oder? Boah, Alter, guck mal, was hier los ist mit Interessenten. So, hi. Kalle, ey, Bruder. Ja, ja, komm, machen wir. Was wollte ich haben? 27,5. Dann kannst du den Ram mitnehmen. Nimm den Ram mit. 27.000, letzte. Ansonsten müssen wir den nächsten fangen. Hier, du hast hier sehen, was hier los ist, ne? Siehst du, tschüss. So, Interesse am Audi sehe ich, ja? 30.000, Barkralle hat alle drinne, no problemo, vom Feinsten. 21, oh scheiße. 29, dann kannst du mitnehmen. Ne? Was sagst du? Ah, dann musst du leider gehen, weil das ist hier Audi feinster Ware. Ey, mit dir hab ich doch gequatscht vorhin. Ja, dann machen wir... Ey! Junge, du kannst dich mitten in den Verhandlungen nicht verpissen. Ja, hier, voll getankt und alle, da ist gut. Wie sieht's denn aus mit 30.000? Ist das ein Angebot für sie? Nee? Dann machen wir 29. Werdet angemessen für sie? Du, da kann ich mit dem Preis aber auch nicht viel machen. Dann machen wir höchstens 28,5. Also, schwierig. Also, mein Chef sitzt mir im Nacken. Ja, tut mir leid, weiter runter kann ich nicht gehen. Oh, wir gehen jetzt erstmal darüber. Hallo? Ich sehe, Sie haben da am Hyundai Interesse. Ah ja, du, 9000 weniger ist schon scheiße. Du. Also, da, Preis können wir nicht viel machen, sage ich Ihnen ehrlich. Da können wir höchstens, das war das letzte Angebot, 43.000, weiter runter geht nicht. Naja, nee, tut mir leid, da müssen Sie sich leider anderweitig umgucken. 75.000 für den Tesla, also ich glaube, ein besseres Angebot werden sie weit und breit nie kriegen. Ah, sie können mich am Arsch lecken. Ja, was sagen Sie denn? 75.000 ist natürlich eine hohe Summe, aber sie können sich verpissen. Und ja, wir kommen da schon preislich näher. Ich würde ja sagen, 75.000 ist ein gutes Angebot. Überlegen Sie sich das doch nochmal. Ah, sie bleiben dabei. Ach, schade auch. Dann mal 73.000. Und dann dürfen sie dann aber auch gleich mitnehmen. Ah, was? Ey! Dumme Sau. Ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hatte schon ihre Hand in meiner. Pff, die war da schon drinne. Ihr hattet genommen das Angebot 73.000. Aber steht da hinten jemand? Seht ihr das? Da steht jemand. Gott, ich habe Angst. Ich muss hier weg.
Jetzt stellt euch mal vor, das rennt jetzt auf mich zu, das Ding. Ugh. Ich glaube, ich habe zu viel Horrorspiele gespielt. Weg hier. Home sweet home. Zu die Türe. Pen. Los, Pen. Ich hoffe, die ist morgen weg. Ah ja. Ah, wir haben wieder eine Auktion. Kunden im Büro, Büro schmutzig, bla bla. Autounfälle, ah ja, das Übliche halt, ne? Das Übliche. Ja, die steht immer noch da, guck mal. Oh, jetzt ist sie weg. Sie hat sich teleportiert. Verkackter Dreck. Scheiße. Ja, ja, sie kommen. Oh, der hat den geschnitten, hat halt gesehen. Mercedes? Audi. Aber wir haben noch welche im Büro. Haben wir noch gute Autos. Guck mal, sie sind also über Nacht hier geblieben. Haben sie hier den Müll hingeschmissen? Das ist, ich bin empört, bin ich. So. Ich mach mal auf hier die Scheiße. So, was denn los hier? Du hast Interesse an den Hyundai? Na, schade, dass du die ganze Nacht gewartet hast, aber dein Angebot ist der letzte Dreck. Ich muss mal rüber. Obwohl, warte mal. Ja, lo. Denk dran, immer über Kreuz laufen. So. Ja, alles. Ist ja gut, Junge. Oh, diesmal ist aber früher die Auktion, wa? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was ist denn los? Was können wir hier machen? Rennset, das machen wir auf jeden Fall. Und ein paar ordentliche Schlabbis machen wir drauf. Das reicht eigentlich auch schon. Können wir den da auf unser Grundstück verfrachten? Wow. So, was los hier? Hast du wirklich Interesse an dem Mistding? Ja, komm, 28 Tau hier, dann geht das schon. Eine Mitte Dreck hier, Ding. Ich will nicht mehr, dass das hier steht. So. Ich wollte gerade sagen, wird das nicht richtig sauber oder was? Du, da kenne ich keinen Spaß. Meine Autos müssen wie geleckt aussehen. Hm? Hoppala, entschuldige. Ah! Er hat den Kercher kurz nicht mehr unter Kontrolle. Den willst du? Oh, Autos hier reinigt. Den Bären hier ohne sauber machen. Ah, entschuldige. War ja keine Absicht, Mann. Kannst du aber auch mal wieder in der Wäsche vertragen, du. No. Ja, Tesla ist schon der, mit die. Habe ich sie nicht gerade vom Hof geschmissen? Dann können sie auch wieder gehen. Ja. Siehst leicht geschockt aus. Ja. Weil ich dich vom Hof kicke. Hallo? 61, ja, da sind wir schon ganz gut bei. Ja, gut. Machen wir 37.000, mal gucken, ob der das jetzt annimmt. 73.000. Habe ich 37? Ja, ne, 73, ne? Das ist ja richtig. Zack, weg ist der Wagen. Schön. 38. Ah, da machen wir auch 34. Ach, 43. Mann, was ist denn los mit mir? Ah, herzlichen Glückwunsch. Ach, tut mir leid. Sie haben sich in der Hecke versteckt. Das hat überhaupt nie. Immer über Kreuz laufen, denken Sie dran. So, was war mit dem hier? Der hat ja auch nichts gehabt, ne? Der war eigentlich auch nur verdreckt. Nee, der ist nur, ja, dreckig. Wir müssen trotzdem nochmal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Ja, Rennzett, wir knallen da alles rein. Den, jetzt muss ich erstmal dazu dem Z3. Was ist denn da los? Jetzt mal. Guck mal, die sind, die haben das jetzt anders gemacht, ne? Hier sind überhaupt keine Wracks mehr. Jetzt liegen hier nur noch einfach so Teile rum, an denen ich mich bedienen kann. Boah, die haben sich richtig Mühe gegeben, ne? Guckt euch mal den Background an. Alter. Krass, guck mal, auch die Berge. Wie sie da sind. Und jetzt, wie sie weg sind. Naja, ist schon krass. Ich meine... Ja, Alter. Das muss schon Unreal Engine 5 sein, ne? So irgendwie sowas. Ja, ja, klar. Okay.
Reparier den Mann. Ich kann ja in der Zeit nochmal hier die Teile verkaufen. Ja, siehste. 80 Pfund. Scheiße, die Auktion läuft. Ich hab's jetzt verpennt. Nein! Nein! Da steht ein Scheißauto, oder? Da steht ein Scheißauto? Ich hab Glück noch, ne? Ist eine Mistkarre. Ja, da bieten sie die blöden Ach, ja, okay, gut. Hab ich Glück gehabt. Hermann! Ja, gut. Hyundai Santra Fa. Euer 21, eigentlich schick, ne? Nehm ich. Okay, nehm ich nicht. Mehr biete ich nicht. Nee. Nein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich biete nicht mehr. Das ist Schluss jetzt. Ja, jetzt, man kann es noch übertreiben, ja. Erst zwar Baujahr 21, ne, aber jetzt ist auch mal wieder gut, ne. Er hat gleich Schäden. Schäden, ja. Dann muss man dann, BMW Coupé. 13, 5000, hier laufen automatisch. Da kann man mitbieten. Guck mal, er hat sonst nichts. Er ist nicht beschädigt, man muss nicht streichen. Aber der geht doch gleich bei 60 los, ne. Zack, 70. Damit er gleich wisst, wo er seid. Hör auf damit, Mann. Besser ist. Schon wieder der? Ne, diesmal lassen wir. Wir haben ja eh schon da stehen. Wir müssen erstmal gucken, wie der sich verkauft. Ich glaube, der verkauft sich aber ganz gut. So ein Sammlerding, wa? Aber, wir lassen jetzt mal. Da muss doch mal ein Highlight drin sein. So richtig. Gibt's doch überhaupt nicht. Ja, ist gut. Ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Mann, hört auf! Der wird noch teurer als der BMW, ne? Den wir gekauft haben. Ist nicht euer Ernst, oder? Wirklich, ey? Leute, warum ist denn da kein Highlight drinne? Das einzige Highlight war wirklich der BMW, den haben wir uns geholt. Gott, ey. Wollen wir uns den hier als Privatwagen nehmen? Den Coupé erstmal, bis wir was Besseres finden. Oder war ja nichts. Er ist nicht beschädigt, gar nichts. Den können wir uns da erstmal als Privatwagen nehmen. Ja, ich glaube, ist gut. Wir nehmen den erstmal als Privatwagen, damit wir überall hinjackeln können. Und ja, wenn wir dann irgendwann was Besseres finden, dann holen wir uns das da. Aber BMW Coupé ist schon in Ordnung. Fuck. Na, endlich, hat ja auch ewig gedauert. Sandwich, Baguette. 360? Nee. Hot Drink. Bleibst du noch lange hier heute? Die Felgen sind scheiße. Bitte. Oh, ein bisschen schmutzig, okay. Aber kick dir das an, ne? 5000, ah, der ist schon schickimickiwicki. So, naja, ah, okay, ist okay. Ist eine M-Serie, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was ändern. Ja,
Ich habe vergessen, der Skoda steht ja hier noch drin. Der kommt natürlich jetzt auf unsere Fläche. Kommt da einer? Ey, der Schwede. Du bist ja von allen guten Geistern verlassen. So. Irgendwie hat das was, dieser Lackdesign, wa? Das soll zwar Dreck sein, aber guck mal, wie das aussieht. Ist doch kein Dreck, Mann. Das soll jetzt ja nicht unser Problem sein. So, hatte der da irgendwelche Lackprobleme noch? Ich glaube schon, ne? Der hatte Lackprobleme, ja. Mann, steige ich ein da. Na geht doch. Der Hub ist aber auch niedlich, ne? So, was geht denn ab hier bei dir? Lack mal die Karre, Junge. Ja, klasse gemacht. Zack. Sehr schön. Oder? Der ist ja gut. Der ist gut. So, den BMW. Da er unser privater ist, werden wir ihn noch ein bisschen tunen. Ja, ist ja gut. Bisschen tune, andere Felgen, bisschen Rennsystem, Rennset drin und dann werden wir ihn vielleicht noch umlackieren. Oh, Rennset ist schon drin. Was hauen wir noch rein? Na, die sehen so komisch aus, ne? Ja, die ist doch unbelievable. Ja, machen wir die einfach. So. Sprit ist ja noch halb voll eigentlich. Der ist fies irgendwie ein bisschen, ne? Na, ich lass laufen die Karre, das spielt ja keine Rolle. Achso, ja stimmt. Was machen wir denn da? Schwarz oder was? Ja, ne? Schwarz. So machen wir. Schönes Schwarz. So. Oh, jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Ich trudel. Licht on. Ach scheiße, ich muss noch schnell zum Laden fahren. Ich muss zumachen. Zack, Wagen kann schnell laufen bleiben. Zack. So. Falsche Taste. Ah, ich wollte auch das Kennzeichen ändern, ne? Ach Mann. Habe ich so ein Russen-Kennzeichen. Guck mal, er schiebt heute Nachtschicht. Ciao! Licht an? Ja. Boah, Rennset, ey. Kick dir das an. Alter. Oh, hab ich aber Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Verdammte Kacke. Oh, ja, yeah, los. Mann, Haube wurde beschädigt. Aber wie? Ah, ist ja nur mein Privatwagen. Daddy is home. Daddy is home. Was ist mit meiner Haube passiert? Ja, sieht ja nicht so schlimm aus. Zack, zack, zack. Erstmal pennen. Mein Gott, nee. Die Zeit rennt aber auch hier in dem Spiel. Das gibt's doch überhaupt nicht. Automatisch ist hier eröffnet. Gut, da können wir gleich vorbeifahren. Leg kicken. Erstmal so unseren Schaden ankicken. Was ist denn das hier hinten? Was ist das denn? Der da vergessen zu lackieren oder was? Ja, geht eigentlich, ne? Also so im Arsch ist er. Was hat denn der für einen Schaden?
beschädigen. Ja, ganz leicht, ne? Also, soll es jetzt nicht. Ich mach den mal kurz sauber und dann ist das erledigt. Da siehst du. Dach hoch. Tür noch ein bisschen. Auto hier reinigt. Fertig. Also ich hab da jetzt nicht so die Probleme gesehen. Hier? Gebt mal ein bisschen Stuff, Junge. Damit wir hier auch mal aus dem Arsch kommen. Oh! Kurve, nimm die Kurve, Junge. Ja, kick mal, das sieht viel schlimmer aus. Massenkarambolage. Hier hoch. Mann, was ist das bloß für eine Stadt? Das Auto ist von da links, ne? Ja. Da ist auch mein Container. Die knack, 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 knack. Das knallt und knallt hier. Ja, ja, na logisch. Ja. Also Bremsen funktioniert. Ich wollte gerade sagen, hallo, der Auto marscht, ja. So, da bin ich, der Big Boss. Und ich bin bewaffnet. Okay, ist auch nur Scheiß hier, bis auf der Lambo, ne? Den pfeifen wir uns mal hier. Beschädigt. Oh Mann, Alter, leck mir doch bloß am Arsch, ey. So, komm, 300.000. Ne, nehme ich mit. $350.000, komm, und dann nehme ich ihn. Ja, gut. Mein Gott, nee. Da geht das ja wirklich alle in den Arsch. Mann, wenn ich mal wissen würde, wäre mein Auto schon wieder so ein Arsch gemacht hat, ey. Der Rest ist irgendwie scheiße. War bei dem Auto aus? Bei dem Automarkt? Bam! Genau, ich stelle mich mal hier auf die Wiese hier an der Seite. So. Nein. Einsteigen, ausmachen, aussteigen. So. Schnell hier Drecksack wegnehmen. Ist noch, ey, der hat hier einfach den Sack an mein Auto gelegt. Den Sack. Der hat seinen Sack gegen mein Auto gelehnt. So. Tja. Das war's für die Folge. Wir haben uns einen Privatwagen geholt, wir haben ein bisschen Kohle eingeheimst, aber wir haben noch keinen so einen Supercar gesehen. Also es soll ja hier irgendwo Nissan GT-R geben und Mazda RX-7 und so eine Scheiße. Aber ich, in der Folge war auch scheiße. Wir haben, also das Einzige, was wir jetzt haben, den Highlighter, ist der Lambo. Ansonsten, weiß ich nicht, wir müssen noch gucken, wie der sich da verkauft. Der eine Buck Raggard, oder wie er heißt. Müssen wir noch gucken und ja. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch unterhalten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, ciao!